Moin Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer weiteren Partie 7 Days to Die in der Alpha 19 und diesen wunderschönen Konsolenfehler hier oben. Ja, mit dem Händler haben wir ja in der letzten Folge gesprochen, das hat uns ja auch nicht wirklich weitergebracht. Huch Gott. Ja, jetzt mache ich hier nochmal wieder schnell die FPS an. Jod, wir brauchen ein Refugium für die Nacht. Was sagt jetzt hier? Das hier ist was kleiner. Wir können hier nochmal in die Stadt reindüsen. Vorher würde ich aber, glaube ich, schon ganz gerne nochmal kurz hier in die Fertigkeitspunkte gucken. Was haben wir hier? Achso. Oh, hier. Zombie-Tante. Heilfaktor. Dein Stoffwechsel muss ziemlich schnell sein. Erhalte alle 90 Sekunden eine Gesundheit durch natürliche Heilung. Kritische Verletzungen heilen 20% schneller. Auf jeden Fall. So, vom Landleben. Oh, das ist auch weniger geworden. Da gab es, glaube ich, früher auch 5. Das müssten jetzt... ernte 2 Gegenstände von wilden oder angepflanzten Feldfrüchten. Fertige Samen von Blumen und dekorativen Pflanzen wie Goldrute, Chrysantheme, Aloe oder Yucca. Das Fertigen von Beeten kostet 30% weniger. Schmerztoleranz. Du hältst dich für einen harten Kerl, weil du keinen Kiefer aus Glas hast. Weil du keinen Kiefer als Glas hast, aus müsste es, glaube ich, heißen. Verringere die Menge verlorener GP um 5%. GP? GP? Stehe ich auf dem Schlauch? Gesundheitspunkte. Ah. Ja, schon blöd, wenn man das nur als Health Points kennt, ne? Mhm. Guten Tag. So, weil hätten wir jetzt hier noch Altstoffsammler, der glückliche Looter. Du hast eine geringere Chance, bessere Beute zu finden. Ich habe... Gut, das da machen wir dann. Du bist zum Bankwärmer aufgestiegen. Verringere die Ausdauerkosten von Nahkampfwaffen. Das machen wir mal. Und du kochst nicht sehr häufig. Kochen oder... bessere Werkzeuge herstellen. Ich weiß nicht. Die Zombie-Tante unten ist aber sehr hartnäckig. Ach, das hier kann erst freigeschaltet werden. Und dafür sind es jetzt nur noch 4. Vorher waren das alles immer 5. Aber das hier wird jetzt wohl erst frei, wenn ich Intelligenz Level 3 bin. Okay. Okay, fortgeschrittener Ingenieur. Ja, Schmiede ist jetzt noch nicht so mein oberstes Ziel. Oh, hier gibt es jetzt 2 Seiten. Das gab es, glaube ich, vorher nicht. Interessant. Schauen wir uns an, wenn wir sie finden. So, ich glaube, ich möchte jetzt gerne irgendwie... Ziele wird überbewertet. Du ballerst. Nee, ich möchte. Achso. Ich möchte gerne bessere. Der Jägersmann. Du bist auf dem besten Wege, ein Jägersmann zu werden. Sammle mit Werkzeug und Waffen mit einer Schneide 20% mehr Rohstoffe von Tieren. Nö, ich wollte jetzt eigentlich. Fertige Maschinengewehre? Nee, ich möchte gerne... Piu, piu. Donnerbüchse, Schädelbrecher, Speermeister, Präzisionsschütze. Du kannst die lange Seite einer Scheune treffen und verursachst 10% mehr Schaden mit Gewehr. Fertige Gewehre von Qualität 2 und sei um 10% schneller beim Ziehen und Nachladen. Alter, wo ist denn das jetzt schon wieder mit dem... dass ich bessere Pfeil und Bogen herstellen kann. Speermeister, ja, da mache ich bessere Speere, aber... Ich
Schrotflinten frei. Nee, was ist jetzt? Fertige Schrotflinten von Qualität 2 verursacht 10% mehr Schaden. Also diese Sucherei, die geht mir richtig auf den Zeiger. Weil hier steht ja jetzt nichts drin, ne? Es ist ja nur, dass man mehr sammelt, aber nicht. Raufbold. Fertige Schlagringe. Nee, ich will ja keine Schlagringe. Bogenschießen. Da ist es doch. So, Dankeschön. Aber hier kann ich durchschießen. Vielleicht kann ich ihn hier durchknüppeln. Wobei. Au. Du sollst mich hier nicht. Kommst du nochmal etwas näher, Junge? Hier drüben. Aber bitte nicht mich schlagen. Geh doch mal ein bisschen mehr ins Licht. Au. So, das reicht jetzt. Das spart mir nämlich Pfeile. Nehme ich überhaupt auf? Ja, laut Stream Deck auf jeden Fall. Whee. 413 XP, das ist ja schon mal nett. Kann ich die hier eigentlich auch irgendwie? Ne, kann ich immer noch nichts mit anfangen. Wo ist denn die Lutze hin? Achso, da. Cinderella. War ja klar, dass auch sie mich wieder trifft, ne? Wo gehst du denn hin? Ich möchte dir gerne mit dem Knüppel einhauen. Mädel. Hier drüben jetzt. Mäuschen. Gut. Nochmal 413 XP. Great. Ich hätte gerne einfach erstmal eine Kiste fertigen. Denn ich habe viel zu viel Scheiß dabei, den ich auch nicht loswerden kann. Because of the phenomenon that the handler doesn't work very well. Where did I want to go? Sehr. Aber vorher bringe ich, glaube ich, hier. Stelle ich meine Kiste ab, wo ich Sachen reinpacke, die ich jetzt gerade so nicht bei mir behalten möchte. Hier sowas. Ne, ich kann nicht zerlegen, Leute. Die Quest lasse ich hier, die Nägel. Das ist so Stuff, der ist zwar geil, nice to have quasi, aber I didn't need it now. But later. So, ach ja, machen wir vielleicht hier nochmal hin. Markierung für Kiste. Weg und speichern. Hier. Kiste. So. In this direction. Aber looten muss sein. Wir haben ja jetzt auch besseres Lootglück. Laut Skillpunktevergabe. Kann das hier gleich schon wieder weg. Auch das verrottene Fleisch, den Pinsel, brauchen wir auch nicht. So, das kommt mal nach hier unten. Da. Alter, was ist denn dein Problem? Ich habe den Verband angeklickt. Das wird uns auch noch ein bisschen länger auf den Sack gehen, fürchte ich. So, wir brauchen ein. Wo ist es denn da hinten? Aha, aha, aha. Wir brauchen ein kleines Häuschen für die Nacht. Das ist kein wirklich kleines Häuschen. Und da ist ein Hase. Schön, dass sie es weiterhin in die Alpha 19 geschafft haben. Das hier dürfte Stoff sein.
Nee, verdammt, da kommt Plastik bei raus. Oh. Not amused. Okay, das ist nett. Lassen wir aber mal hier. Das lasse ich jetzt auch mal hier. Irgendwer haut da irgendwo gegen. Toll, wieder so ein Eisenrohr. Wie viele Pfeile habe ich? 5. 4. 3. 2. 1. Sieht schon ein bisschen komisch aus, die Frau. Hm. Ekliges Geräusch. Uppala. So, wo haben wir denn hier ein überschaubares Häuschen für die Nacht? Wo sind wir? Dort. Okay, da ist also noch eine dicke Straße. The main road of this town. This beautiful, splendid town. Cool, Aloe Vera. Ein Biker, dem möchte ich jetzt nicht unbedingt gegenübertreten mit meinen nur noch 3 Pfeilen oder was ich jetzt habe. Er würde mir aber gerne gegenübertreten. Hallo Hirsch. Schreck mich doch nicht so. Warum zum Henker finde ich hier keine Nester? Sprach er und fand 1. 7 Federn. Not really much. But more than nothing. Sechs Federn, auch nicht schlecht. War ich hier schon dran? Der ist aber ein schön hartnäckig da, der, ne? Messing. Nope. Oh, da ist er. Haha, wie süß. Wir haben zum einen... Wie geil ist das denn? Wir haben zum einen diese Feuerwehr, die wir auch schon mal als Basis irgendwie erdacht hatten, würde ich jetzt mal behaupten. Dann haben wir hier unsere alte Basis, Anfangszeit Alpha 18, glaube ich. Und hier nebenan Butcher Pets, das war doch, glaube ich, auch nebenan, als wir das hier als Basis hatten. Bin ich der Meinung, aber korrigiert mich, sollte ich da falsch liegen. Ich glaube, ich möchte gerne die... Den Kaffee lasse ich hier, das eine Tuch lasse ich hier, das auch und das auch. Ich möchte gerne wieder die Bank nehmen. Die Mail, die Post, die Bank, die Mail, die Post... Hier als Basis. Da laufen wir einmal um zu. Da ist so ein Zombie. Blombi. Und wieder hier so ein dicker Wicht. Der ist ein bisschen sehr aggro. Aber auch nur scheinbar recht kurzzeitig, Gott sei Dank. Ah. Das ist nicht so gut, wenn man nur so wenig Pfeile hat. Gib mir den Pfeil wieder. Habe ich den Pfeil wieder? Ja. Wupp, 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 wupp. Ui, 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 ui. Ah, Alter. Ich hätte meinen einen Pfeil gerne wieder, damit ich hier den gleich wieder in die Brust rammen kann. Oh.
Aber von den anderen, die jetzt hier so in die Gegend geballert sind, ist keiner wieder zurückgekommen, ne? Da hinten ist noch ein Zombie. So, was ist denn jetzt hier so? Oh, cool, unser erstes Buch. Das ging ja flott. Das wollen wir doch gleich mal lesen. Was kann das denn hier? Robotikschaden. Lerne, wie du deinen Roboter nach tödlicher, noch tödlicher machen kannst. Robotikwaffen verursachen 10% mehr Schaden. Keine Ahnung. Ach, hier. Ugly Pete. Uiuiuiuiui. Der ist aber auch flott zu Fuß, hör mal. Ich habe keine Pfeile mehr. Unschön. Heißt, wir müssen jetzt Federn suchen. Und das, wo hier so viele Honks rumlaufen. Also, korrigiert mich, wenn ich mich irre, aber ich würde spontan behaupten, sie haben das Ausdauersystem in der Alpha 19 tatsächlich positiv überarbeitet. Also, ich weiß nicht, wie das im späteren ist, wenn wir jetzt häufiger auch mit dem Knüppel vielleicht drauf losgehen, aber jetzt gerade muss ich sagen, ist so Zielen und Laufen noch nicht so gravierend. Warum ist das jetzt weniger messingfarben als der Rest? Ich brauche Nester, sonst kann ich es mir nicht leisten, dieses Gebäude zu betreten da drin. Hallo. Okay. Alter, warum finde ich denn hier schon wieder keine Nester? Und wahrscheinlich sagt ihr jetzt oder schreibt jetzt in die Kommentare: Mensch, Lu, da war ein Nest und da war ein Nest und da war ein Nest und da bist du an einem Nest dran vorbeigelaufen. Hier zum Beispiel ist eins. Mit 6 Federn. Immerhin besser als nix. Aber aus 6 Federn zimmer ich mir noch kein Ballkleid. Also brauchen wir mehr. Kartoffeln. Cool. Gibt es hier noch vielleicht irgendwas Klamottentechnisches? Mit tollen Bandanen. Oh. Junge. Das tut doch nicht Not. Also für den Fall der Fälle schon mal nachladen. Da hinten ist schon wieder ein Zombie. Ah, geil. Dann probieren wir es mal mit dem Nahkampf hier. Geht. Okay. Nichtsdestoweniger hätte ich trotzdem gerne mehr Pfeile. Und ich hätte mir das Haus markieren sollen, das wir gerne nehmen wollen würden, damit wir da gleich schneller hinfinden. Weil ich bin jetzt hier so querbeet gelaufen, dass ich es gleich bestimmt nicht wiederfinde. Ich Troll. 4 Federn. Ah, toll. Wie viel haben wir dann? Ah, 9. Achso, das Bandana, kann man das. Ach nee. Kann man jetzt nicht großartig verkaufen. Also, gut, das Nest. 10 Federn. Ching. Oh. Stone ist Mangelware.
Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das nochmal passiert, aber gut. Steinaxt sieht auch irgendwie viel cooler aus, muss ich sagen. So, bitte komm hier, fertige schon mal. Während wir hier nochmal ein bisschen rumkloppen. Damit wir nicht wieder out of stone sind. Fertigst du jetzt schon oder nicht? Merkwürdig. Ich dachte, ich hätte da fertigen gedrückt. Aber gut, dann wohl nicht. Wie viele Steine haben wir jetzt? 54, das ist gut. 55. So, jetzt nochmal wieder zurück auf den Knüppel für den Fall der Fälle. Nein, da fällst du jetzt nicht rein, Lou. Junge. Es ist schon 17 Uhr. Und hier ist schön vermint, das komische Gebäude hier. Ah, lässt sich looten. Schön, 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 schön. Warum finde ich hier an jeder Ecke ständig so viel Messing? Was soll ich mit so viel Messing? Kann ich nicht looten. So, wo ist jetzt die Dingens gewesen? Weil man kann ja auch nicht gleichzeitig hier durch die Pampa rennen, auf den Boden gucken, um... Ach, das ist das Coole. Mit diesem dezent unkaputtbaren Tür hier. Oh. Ich bin von mir selbst überrascht, Leute. Wir haben immer noch Tag 1 und ich gehe schon mit dem Knüppel auf die Zombies los. Also man, ne, zum einen hier rumlaufen, um auf den Boden zu gucken, um Nester zu finden und dann aber sich umzugucken, um die Post wieder zu finden. Dankeschön. So, hier ist die Hauptstraße. Was ist denn das hier eigentlich? Cool. Ich weiß noch nicht, ob sich das für ein Thumbnail eignet, aber es sieht cool aus. Huch Gott. Also. Da drüben ist sie doch. So, gibt es hier vielleicht noch irgendwo... I'm hungry. Ist hier vielleicht was drin? Oh, immerhin. Besser als nix, ne? Das heißt, hungry, wir sehen es jetzt hier unten, müsste dann irgendwie bei 50% sein vielleicht. Looky, looky. Dort hinein. Ja, Nahrung 49. Dann isst er das wohl auch. So. Brup, brup. Gut, das war's auch schon wieder für diese Folge. Das geht immer so ratzfatz. Und in der nächsten werden wir uns jetzt mal angucken, was dieses Gebäude hier für uns bereithält. Wie ich da reinkomme, weiß ich noch nicht genau, weil ich möchte eigentlich ungern draußen die Tür zerstören. Aber dann gehen wir vielleicht übers Dach rein oder so. Oder hier vorne am besten durch die noch intakte Glasscheibe. Naja, wir werden sehen. Ich sage Dankeschön fürs freundliche Zusehen. Hoffe, dass wir uns hier alle in der nächsten Folge wiedersehen beim Erschließen eines neuen Wohnraums. Bis dahin. Tschüssi.